Ein faszinierendes, aber auch eigenartiges Wesen, der Axolotl, ist irgendetwas zwischen Molch, Salamander und Kaulquappe. Sein Name stammt von den Azteken und bedeutet Wassermonster. Gefährlich ist der Axolotl aber überhaupt nicht. Der ist eher ein ruhiger Geselle. Wer richtig Action im Aquarium haben will, der muss sich was anderes suchen. Also der typische Axolotl verschläft den Tag irgendwo versteckt. Wir haben ja auch einige Höhlen so dargeboten, wo sie dann drin liegen und rumlungern, kann man ja fast sagen. Also das Ganze ist ein Energiesparmodell, wenn man so will. Es gibt natürlich schon Phasen, wo sie munterer werden. Und wenn wir sie füttern, auch das ist im Vergleich zu anderen Tieren eher gemächlich. Also das ist was eher, um zu entspannen, wenn man zuguckt. Seit 10 Jahren sind Axolotl Teil der Ausstellung im Naturkundemuseum Ottoneum in Kassel. Das Besondere? Axolotl bleiben ihr ganzes Leben im Larvenstadium, werden also nie erwachsen. Und sie haben tatsächlich Superkräfte. Innerhalb weniger Wochen kann der Schwanzlurch Gliedmaßen und sogar Teile des Rückenmarks nachbilden. Sie können ihre Gliedmaßen regenerieren. Das ist also für ein Wirbeltier ja sehr untypisch, dass also quasi Knochen, die verloren gehen, auch nachwachsen. Das muss man sich vorstellen, wenn ich einen Finger verliere, wächst mir ja kein Finger nach. Beim Axolotl geht das. Und diese Mechanismen sind natürlich, warum geht sowas, vielleicht auch für die Humanmedizin interessant, wenn man die Zusammenhänge erkennen könnte, wie man Knochenheilung vielleicht da ableiten könnte. Mittlerweile leben in den Labors der Wissenschaftler weit mehr der Tiere als in der Natur. In Mexiko, der Heimat des Axolotl, sind sie beinahe ausgestorben. Zu Hause ist ihre Haltung relativ einfach. Ein Aquarium ab einer Größe von 100 Litern mit einer möglichst großen Grundfläche. Ein feinsandiger Untergrund, robuste Bepflanzung wie Moos und Schwimmpflanzen. Der Lurch liebt Rückzugsorte wie Wurzeln und Höhlen. Man muss ihnen natürlich bestimmte Rahmenbedingungen bieten. Sie dürfen es nicht zu warm haben. Also wir kühlen zum Beispiel dieses Becken. Und wir füttern sie natürlich auch mit Spezialfutter. Sie werden übrigens auch sehr alt. Sie können individuell mindestens ein Jahrzehnt oder vielleicht sogar noch viel älter werden. Das älteste Tier, was wir hier haben, ist mal mindestens 10 Jahre alt. Und insofern, wenn man sich das als Haustier überlegt, dann muss man auch damit rechnen, dass es eben einen lange auch begleitet. Ein Axolotl beim Züchter oder im Zoofachhandel kostet zwischen 25 und 30 Euro. Die Anschaffungskosten für Aquarium, Pumpe und Ausstattung belaufen sich auf etwa 300 bis 500 Euro. Jährlich sollte man mit Kosten von rund 200 Euro rechnen. Gefüttert werden die Lorche mit Pellets, am besten nur alle paar Tage. Vorsichtig sollte man bei der Haltung mit anderen Fischen sein, denn Axolotl sind gefährliche Nachbarn. Das ist ja ein Raubtier. Unsere Amphibien sind im Prinzip überwiegend eben Fleischfresser. Und das tun die Axolotl auch. Die brauchen in der Natur Lebendnahrung, ob das nun Würmer sind oder kleine Fische oder ähnliches. Und da sie durchaus ja den ganzen Tag vor sich hin lungern und wenn dann ein unvorsichtiger Fisch vorbeischwimmt, den können sie auch fressen. Das mit dem Wassermonster scheint also doch nicht so weit hergeholt zu sein. Seit ihrem Einzug vor 10 Jahren gehören sie dennoch zu den Publikumslieblingen im Naturkundemuseum. Kein Wunder, bei dem Lächeln, oder? Ja, aber es ist ein kleines Wunder, was dieses Tier alles kann. Zugeschaltet ist uns ein Chirurg und Forscher, der herausfinden will, ob wir nicht auch Fähigkeiten eines Axolotls übernehmen könnten. Professor Peter M. Vogt, Direktor der Klinik für plastische, ästhetische Hand- und Wiederherstellungschirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover. Hallo, Herr Vogt. Hallo, Herr Juri. Ja, was wächst an uns Menschen nach einer Verletzung und was leider nicht? Im Grunde genommen kann leider bei uns nur noch die Haut, und zwar die Oberhaut, nachwachsen. Die hat Regenerationskapital, ebenso wie auch die inneren Schleimhäute des Magen-Darm-Traktes. Alles andere ist leider nicht durch Regenerationspotenzial gekennzeichnet. Deswegen forschen Sie ja an diesen Tierchen. Sie haben quasi mehrere Aquarien mit Axolotls aus wissenschaftlichem Interesse. Was kam da bisher raus an Forschung? Also welche Fähigkeiten von diesen Tierchen könnten vielleicht wir Menschen bald noch übernehmen? Natürlich, wie schon erwähnt, die Regeneration der gesamten Extremität ist unser Wunschtraum.
Da sind wir natürlich meilenweit von entfernt. Aber was wir vor einigen Jahren festgestellt haben, ist, dass in diesem Amputationsstumpf, der ja entsteht, wenn eine Gliedmaße verloren geht, Zellen behaust sind, die großes Regenerationspotenzial besitzen. Aus denen haben wir dann ein Enzym entwickelt und herausgezogen. Das nennt sich Lipoxygenase und damit kann man im Reagenzglas bereits Wunden zur Abheilung bringen, also experimentelle Wunden. Und diese Enzyme, wann könnten die zum Beispiel in einer Wundheilungssalbe drin sein? Wie lange würde das noch dauern? Also wir haben jetzt etwa 10 Jahre gebraucht, um die Substanz aufzureinigen, auch in Bakterien anzuzüchten. Haben erste Experimente jetzt gemacht in vitro, also im Reagenzglas, müssen dann jetzt natürlich noch genauer charakterisieren, was die Zielstrukturen sind. Also es sind Fettsäuren, die umgewandelt werden durch Oxygenierung. Und wenn wir das genauer wissen, können wir natürlich auch erst in Tierversuche gehen und dann allmählich auch in den Menschen. Also Zeithorizont bestimmt 20 Jahre, 15 bis 20 Jahre. Apropos Zeithorizont, wenn Sie noch ein bisschen weiter hinaus denken, was könnte denn noch so an Fähigkeiten von diesen Tierchen auf uns Menschen vielleicht irgendwann übertragbar sein? Nun, Sie haben es schon gehört, der Axolotl kann mehr regenerieren als nur Extremitäten. Zum Beispiel das Gehirn, da wäre zu denken an Demenzerkrankungen, aber auch das Herz, Herzinsuffizienz oder andere Organstörungen, wo es einfach bislang keine Regenerationskapazität bei Menschen gibt. Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das noch weitergeht erfolgreich mit Ihrer Forschung. Müssen aber dann nochmal zurückkommen zum Jetztstand. Was ist denn, wenn mir jetzt durch einen Unfall, sagen wir eben das Beispiel Finger, wenn der mir irgendwie abgeschnitten wird, was muss man dann machen? Vielleicht auch als Angehöriger oder jemand, der eben in der Nähe ist, damit der vielleicht nochmal irgendwann anwächst? Nun haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit der sogenannten mikrochirurgischen Replantation oder Wiederanheftung des abgetrennten Körperteils. Erstmaßnahme ist natürlich sofort, wenn das so schlimm gekommen ist, dieses Amputat zu suchen. Im Haushalt hat man natürlich keine besonderen medizinischen Geräte. Also was Sie tun müssen, ist dieses Amputat in ein sauberes Tuch zu legen. Es kann auch ein Tempotaschentuch sein oder ein Leinentaschentuch. Und das dann mit ins Krankenhaus zu bringen. Und da müssen Sie dann in eine spezialisierte Klinik fahren, die für Replantation ausgerichtet ist. Idealerweise wird so ein Amputat so gelagert, dass das in ein Tuch gewickelte Teil dann in eine Plastiktüte kommt, die in eine größere Tüte, in der Eiswürfel im Wasser schwimmen, gebracht wird. Auf diese Weise hat man dann eine Kühlung des Amputates, was günstig ist, um einfach die, wie wir sagen, Ischämie, also blutleere Zeit zu überbrücken. Also aber nicht direkt in so eine Eistüte, sondern erstmal separat verpacken in eine Tüte, damit sich das nicht alles mischt. Dankeschön für die Tipps, die hoffentlich kaum einer, der uns zuhört, je gebrauchen kann. Aber es ist besser, mal vorher drüber zu reden. Dankeschön. Sehr gerne. Also, es wird noch viele Jahre dauern, bis wir vielleicht einen kleinen Teil dieser Wunder-Selbstheilungskräfte von diesen Axolotl-Tierchen übernehmen können. Bis dahin heißt es, falls es zu einem schlimmen Unfall kommt, Helfer sollten abgetrennte Gliedmaßen rasch einsammeln, sauber verpacken und mit ins Krankenhaus bringen, dorthin, wo der Verletzte versorgt wird.